Ich glaube, das sind die Piraten. Mal gucken, wer da alles ist. Wer bist du? Frank Röder. Frank Röder, hallo. Hallo, Tanja. Hallo, Tanja. Da telefoniert noch jemand. Hallo. Wer bist du da hinten? André. Hallo, André. Ich bin Oscar X. Ich bin der Captain des Floßes. Und dein Name ist? Mein Name ist Heide. Hallo, Heide. Ich bin Oscar X. Und wir fahren heute mit euch mit? Wenn ihr wollt, dürft ihr mitfahren. Sehr cool. Ich freue mich. Ja. Kletter nach hinten hier zum Motor. So, das ist ja spannend. Ah, jetzt. Jetzt geht's. Jetzt wieder nach vorne und kippen wir um. Das ist ja spannend. Das ist ja echt wahnsinnig. Ihr seid ja echt klasse. Ich bin auf hoher See sozusagen. Und neben mir sitzt jetzt wer? Mein Name ist Frank Röder und ich bin Direktkandidat von Tempelhof Schöneberg. Bei der Piratenpartei? Bei der Piratenpartei, natürlich. Ja. Kannst du mir erklären, für was die Piratenpartei steht? Was ist das für eine Galaxie? Ja, die Piratenpartei, die versteht sich als erstes Mal als eine Partei, die eben die Demokratie revolutionieren möchte. Wow, das klingt ja sehr abgefahren. Wie sieht das aus? Wie wollt ihr das machen? Ja, durch mehr Bürgerbeteiligung, durch mehr direkte Demokratie, durch mehr Volksentscheide, auch auf Bundesebene. Wir haben zwar im Land Berlin auch schon Volksentscheide, die haben aber nur empfehlenden Charakter. Das wollen wir dann gerne verbindlich machen. Und vor allem wollen wir auch über Online-Tools, nicht nur parteiintern, sondern irgendwann dann vielleicht auch mal, wenn sich das durchsetzt, das auch im parlamentarischen Alltagsbetrieb einsetzen. Weil wir natürlich aus der Internet-Ecke kommen als Partei und das soll dann Schritt für Schritt etabliert werden. Das wird man sicherlich nicht in 4 Jahren schaffen, aber wir haben ja Zeit. Jetzt sind wir hier auf dem Floß, das ihr selbst gebaut habt. Seid ihr damit öfters unterwegs? Ja, durchaus. Auch schon im letzten Wahlkampf, 2009 war das im Einsatz und 2011 vor allem zur AGH, also zur Abgeordnetenhauswahl. Ja, und jetzt eben auch wieder. Und bringt das euch was? Weil ich sehe hier jetzt keinen potenziellen Wähler für euch auf diesem Fluss. Ja, wir sind ja jetzt auch schon so ein bisschen außerhalb der Stadt. Eben sind wir durch den Landwehrkanal geschippert und da standen die Menschen zu Hunderttausenden auf den Brücken und haben uns zugejubelt. War das so, ja? Fast. Fast. Ja, es waren aber deutlich mehr als hier. Das okay. Muss ich schon sagen. Ja, also heißt, wir haben uns verfahren hier. Oder verschifft. Ja, der Plan ist eben tatsächlich auch Spandau zu entern und deswegen müssen wir jetzt... Ah, okay. Jetzt habe ich von ganz vielen Leuten gehört, ja, die Piraten, das ist gar keine Partei, die müssen erstmal selber sehen, wie sie zurechtkommen. Mit denen können wir gar keine Koalition eingehen. Was sagst du zu den Leuten der anderen Parteien? Ja, also wir sind ja... Ich glaube nicht, dass es schon Sinn macht, über Koalitionen nachzudenken. Obwohl, wenn man natürlich ernsthaft Politik machen will, muss man sich auch schon überlegen, inwieweit man regierungsfähig sein kann. Denn seid ihr das? Denn letztlich kann man nur was ändern, wenn man auch an der Regierung beteiligt ist. Also wenn man immer nur Opposition macht, ist das schön. Das soll auch laut und kreativ sein, aber es muss natürlich perspektivisch auch dazu führen, dass man an Gesetzen mitschreiben und mitgestalten kann. Und das könnt ihr? Ich denke, das können wir in vielen Bereichen, vielleicht nicht überall, weil als relativ junge politische Kraft kann man natürlich nicht überall Sachkompetenz haben in den wenigen Jahren. Wir müssen auch parteiintern uns erstmal sortieren und richtig aufstellen. Aber vor allem wollen wir ja den Parlamentarismus auch reformieren. Es geht nicht darum, immer nur in diesem Parteien- und Fraktionszwang zu denken. Genau den wollen wir ja auflösen. Und vielmehr mit wechselnden Mehrheiten dann uns an Sachthemen abarbeiten und dafür jeweils Mehrheiten suchen, auch bei anderen Parteien. Ein Wähler ist vorübergefahren, ja. Ich war auf der Freiheit statt Angst-Demo, warst du da auch? Ja, natürlich. Da war es ja ganz klar irgendwie Datenskandal. Ich habe ja auch so ein Problem mit Daten. Ich bin ja Datenjunkie, ich sammle ja ganz viele Daten, politische Daten. Was ist denn das Problem mit der Ausspähung? Was läuft da nicht richtig? Ja, da läuft einiges nicht richtig, weil wir haben ein Fernmeldegeheimnis, wir haben ein Grundgesetz, was uns eigentlich erlaubt, dass unsere Daten selbstbestimmt geschützt werden. Also
man muss natürlich unterscheiden zwischen Facebook, das sind Leute, die freiwillig ihre Daten zur Verfügung stellen. Manche sind da vielleicht auch ein bisschen naiv, gerade bei jungen Menschen gehört da gewisse Medienkompetenz dazu. Aber das kann man natürlich überhaupt nicht damit vergleichen mit einem Geheimdienst, der ohne Richtervorbehalt und vor allem anlasslos Daten sammelt. Also E-Mails, er kann meine E-Mails lesen und so. Er kann ja nicht nur lesen, er speichert die vor allem auch. Oder diese Institutionen, diese Geheimdienste speichern diese Daten über dich, ohne dass du selbst weißt, was es ist und ohne dass du selbst weißt, wie lange sie das tun und ohne dass du selbst weißt, was sie mit diesen Daten tun oder machen. Und wie wollt ihr das verhindern? Weil das haben die ja gemacht, ohne dass das jemand wusste oder ohne dass es irgendwie richtig bekannt wurde. Edward Snowden hat das ja jetzt irgendwie publik gemacht. Genau. Wie wollt ihr das denn verhindern? Ja, was heißt ja verhindern? Wir wollen natürlich politische Aufmerksamkeit dafür schaffen und wir wollen in Bezug auf unsere eigene Regierung dann natürlich politischen Druck machen, dass beispielsweise der BND, der sowas auch macht und der mit der NSA zusammenarbeitet, der zwar durch das G10-Gesetz an gewisse Regeln gebunden ist. Was sind das G10-Gesetz? Das G10-Gesetz ist ein Gesetz aller der 10 Industriestaaten, die sich darauf geeinigt haben, auch was Geheimdienste anbelangt, eine gewisse Reglementierung durchzusetzen, die aber nicht wirklich rechtsverbindlich ist, weil es nationale Gesetzgebung auch nicht betrifft. In Europa ist es ein bisschen anders. Da ist es tatsächlich verpflichtend, deswegen müsste man auch prüfen, inwieweit beispielsweise England gegen dieses Gesetz verstoßen hat und dann auch möglicherweise juristisch dafür belangt werden könnte, zumindest dieser Geheimdienst oder auch die Regierung. Das ist aber alles eben relativ schwierig, politisch durchzusetzen. Okay, dann sag mir noch mal bitte in einem kurzen Satz, warum ich die Piraten wählen sollte. Ein Satz. In einem Satz ist es natürlich schwierig, aber... Versuch es mal. Ja, alle Menschen, die progressive Politik unterstützen wollen, denen bleibt eigentlich nichts anderes übrig, als Piraten zu wählen. Okay, dankeschön. Vielen Dank für die Infos. Tschüss. Danke euch. Wo geht's jetzt noch hin? Wir fahren jetzt nach Spandau. Tschüss, gute Reise. Euer Beiboot ist auch noch da. Ahoi, ne? Und immer eine Handvoll... Ne, wie war das? Die wollten keine nautischen Metaphern mehr. Naja. Dann einfach nur tschö. Jetzt gehen sie, glaube ich, unter. Nee. Ja. Und schon sind sie im nächsten Busch verschwunden. Naja. Ich gehe mal weiter auf politische Datensuche, ne? Weshalb bist du hier? Um zu demonstrieren gegen Überwachungswahn. Aha, was ist denn da gerade los? Es passiert ganz viel, die NSA und so weiter überwacht uns alle, guckt in unsere E-Mails und so weiter und ich finde das scheiße. Was willst du daran ändern?